So, jetzt würde ich ganz gerne mal wo was können. Abreißen. Okay, sie möchte erst was essen. Kann ich verstehen. Ist okay. Aber wir haben auch zu wenig Stühle. Wir müssen bald umbauen. Neuer Rekrut. Ja, Chicken macht mit. Nice. Sehr nice sogar. Vanni, bitte hier vorne weitermachen. Die nehmen wir hier schon mal kurz raus. Chicken macht mit. Juhu. Werde ich auch gleich mal einplanen. Wenn ich Vanni dazu gebracht habe, hier endlich mal das abzureißen, was sie abreißen sollen. Die bitte auch. Und den bitte auch. Und die bitte auch. So. Jetzt kann man nämlich hier. So und so. Und so. Jawohl, ja. Okay, Feuerlöscher hat da keinen Bock drauf. Ich schätze mal, es ist ein Er. Gucken. Nee. Ist ein Sie. Ist eine Sie. Na gut. Kochen 6. Oh, Sammy, damit bist du abgelöst. Tatsächlich. Bauen 12. Ist auch nicht schlecht. Na, okay, vielleicht doch nicht. Könnt euch das ja teilen, ne? Weil ich glaube, für Kochen ist es fast egal, wie gut er ist. 5 Landwirtschaft. 7 Bergbau. Können wir mit drin lassen. Ein bisschen Transport. Sogar reinigen tut er. Wo ist eigentlich unser Beit? Immer noch am sauber machen. Jos hilft mit beim Bauen. Och komm, Beit hat gerade sauer gemacht hier. Bunny. Chicken hat keine Hose an, würde ich sagen. Doch, hat er sogar. Hat sie. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Assistenzarzt. Eine Schwarmweltdrohne. Das hirnlose Baudrohne in einer riesigen Schwarmweltzivilisation. Warum ist hier auch nicht so sozial? Kann aber gut. Konstruktion und alles. Freundlicher Pessimist. Na, das ist doch auf jeden Fall schon mal eine Eigenschaft, die braucht man. Oh, endlich mal einer, der die Tür hier vorne baut. Das finde ich total freundlich. So, Dani ist immer noch verletzt. Die können wir noch nicht rausschmeißen. Chicken ist im Bett. Ah, wir haben gar keinen Platz mehr für Chicken. No! Vergaß. Wir müssen mehr Zimmer bauen. So, dann sollte man vielleicht doch mal komplett auf Bauen setzen. Quatsch. Da. Weg vom Jagen, weg vom Bauen, einfach nur Bergbau. Ah, er pennt gerade. Okay. Ah, wir haben keine Eingangstür. Das ist immer nicht so prickelnd. Deswegen ist es nicht so kalt draußen. 10 Grad. Jetzt hoffen wir mal, dass jetzt gerade kein Überfall kommt. Ja, das will ich hier gerade ungern wegnehmen, aber ich würde wirklich gern wieder eine Haustür haben. Vielleicht können wir sie überzeugen. Gefängnisausbruch, ja, geilomat. Na gut, dann sollen sie gehen.
Hey, was wie wo? Freunde. Geh doch einfach, Dani. Hä? Geht spazieren? Was? Jetzt muss er. Hat er einfach die Tür aufgemacht oder was ist hier los? Ausgerechnet Didi war eigentlich. Löst Falle aus. Hat versehentlich eine Falle ausgelöst und wurde verletzt. Das heißt versehentlich, der gehört nicht mehr zu uns. Die kannst du nicht alleine lassen hier, ne? Na, 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 na. Oh, schön, sie baut die Wand hier vorne. Falle reaktivieren, automatisch reaktivieren. Die Chicken-Drohne hat sich wieder heile gemacht. Sehr gut. Coyote hat ein bisschen was abgekriegt. Quetschung am Lungenflügel. Was? Wie haben sie das denn gekriegt? Prellung, Oberkörper. Naja, gut. Jetzt muss Opi sich wieder drum kümmern. Wieso haben wir eigentlich wieder kein Essen mehr? Und wen können wir mal auf Transport ansetzen? Opi! Komm, wenn der schon in unserem Vorgarten rumläuft, dann können wir da auch nichts gegen tun. Da muss der mit. Opi, kannst du mal den Reis reinholen? Dankeschön. Ich möchte mir nicht, dass der draußen vergammelt. Na, ich glaube, Opi kann nicht mehr so viel tragen. Aber Opi ist ja noch relativ gut zu Fuß. Dann sollen wir erstmal das Essen ranholen. Mal gucken, unsere Mauer wächst. Nice. Nice, nice. Finde ich gut. So, Vanni hat die Tür vorne zugemacht. Das ist klasse. Wenn wir jetzt nochmal die letzte Batterie anschließen könnten, wäre ich total begeistert. Giftiger Niederschlag. Och komm. Nee. So, für die, die es nicht wissen. Ein weites, ein entferntes chemisches Feuer hat eine Giftwolke über die ganze Region verbreitet. Jede Person und Kreatur, die nicht von einem Dach geschützt wird, wird sich langsam an dem Staub in der Atmosphäre vergiften. Es wird für ein paar Tage oder bis über eine Saison anhalten. Das heißt, wir müssen ein wenig auf unsere Leute aufpassen, dass sie nicht zu lange draußen unterwegs sind. Und ich würde wirklich gerne. Es ist gerade Pausenzeit, ne? Ja. Wir haben zu wenig Stühle, also müssen wir mal ein bisschen anbauen. Die Vergiftung kommt nämlich leider recht schnell. Darum holen wir jetzt erstmal alles ran, was wir hier haben. Und ich glaube, da muss ich sie erstmal kurz drin einschließen. Einschließen. Asthma. Ach, der hat Asthma. Ist taub? Auf beiden Ohren? Auch zur Hälfte. Und eine Gruppe verrückter Tiere. Sammy, reinkommen.
Bitey, Jones, alle rein. Ach, der gleich. Nein. Lass mich in Ruhe. Haben wir alle drin? Coyote, Bunny, Bite, Sammy, ja, müssen alle da sein. Dann machen wir hier nämlich auch mal zu. Verrückte Tiere, Truthahn, eine Gattung. Achso, von Gattung, eine Gruppe. Zwei Stück. Okay, doch noch mehr. Ja, wir bleiben sowieso grundsätzlich erstmal kurz drin, würde ich sagen. Achso, die können wir wieder ihrer Duty befreien. Das sitzen wir mal kurz aus. Wir können eh nicht groß raus, also passt das eigentlich sogar. Ach, der arme Bite ist nur am Putzen hier. Ah, Chicken hilft. Sehr gut. Weil ich würde nämlich Bite gerne mal wieder... Vielleicht machen wir das auch nochmal. Was suche ich denn? Das suche ich. Bite nämlich das hier wieder wegnehmen und das wieder wegnehmen. Dass er sich mal wieder dem Forschen widmet. Wenn Chicken so nett ist und auch ein bisschen was tut. Transport ist gerade nicht, bauen ist gerade nicht. Bergbau könnte er mitmachen. Ja, er hat kein Bett. Wir bauen hier nochmal ein zweites Bett mit rein. Tut mir leid, Coyote, du kriegst jetzt einen WG-Bewohner und so. Ah, nee, ist verletzt. Ja, ist ja schon die erste Vergiftung. War kaum draußen und das ist blöd. Da müssen wir mal gucken und hoffen, dass es nicht zu lange anhält. Wir können sie dann immer nur mal wieder kurz, also ganz kurz rauslassen. Sonst geht das echt schief. Was schön ist, unsere Wand ist fast fertig. Haben wir schon mal einen ersten Schutz. Meteorit. Oh, was denn? Marmor. Naja, toll. Das hilft uns nichts. Damit können wir nicht allzu viel anfangen. Manni kümmert sich wieder um Genähe. Das ist auch ganz geil. Eigentlich ist es gar nicht schlecht, wenn man die Leute mal ab und zu drin einschließt. Dann tun sie nämlich endlich mal wieder Dinge, die sie eigentlich tun sollen, aber nie tun, weil sie immer unterwegs sind. Ah, der arme Chicken. Wir geben der mal, der hier, das Bett. Wir müssen halt, muss halt mit Coyote. Ich hoffe, Coyote mag er wenigstens. Noch nicht unbedingt, aber zumindest sind sie keine Rivalen. Könnte übrigens sein, dass davon die Tiere jetzt draußen sterben. Vielleicht können wir dann die noch... Also ein paar vergiftete Truthähne. Nom nom. Ist eine gute Sache. Ja, wir haben wieder nichts. Vielleicht sollten wir einfach nochmal einen hier drin reinstellen. Weiß nicht, ob uns das viel was bringt. Keine Ahnung. Aber schaden kann es nicht, sagen wir so. Schaden kann es nicht. Und für solche Fälle wie aktuell. Was fehlt denn? Entschuldigung, muss hier nochmal kurz. Kein Stahl. Na toll, den Stahl hat auch keiner rangeholt. Ich kann keinen rauslassen, um ihn ranzuholen. Na gut, dann war das erstmal. Zum Scheitern verurteilt. Haben wir eigentlich Sammy noch? Ja, also Danny. Danny von Sammy. So, freundlich und so. Wir haben auch gar keinen Künstler eingestellt. Fällt mir gerade mal wieder auf. 3, 6, 4. Hier, Coyote. Wenn du mal Böcke hast, was sie hat, weil sie nichts Besseres zu tun hat. Vielleicht können wir mal unsere Wohnung hier ein bisschen verschönern. 6 wird zwar nichts ultra mega tolles rausspringen, aber vielleicht hilft uns das trotzdem ein bisschen was.
bauen wir hier so ein paar merkwürdige Verteidigungslinien hin. Die hoffentlich auch uns was bringen und nicht unserem Feind. Da bin ich mir nicht sicher. Dass sie alle nichts zu tun haben und deshalb hier am Haxeln sind. Schön. Vielleicht können sie mich hier durch und dann werden sie es auch tun. Naja. Machen wir mal so ein bisschen. Die können wir nicht schön hier hinstellen. Da stört sie auch niemanden. Das ist Mittagszeit. Pausenzeit. Da können wir mal die Wand bauen. Demnächst, wenn wir wieder was haben. Beides am Forschen. Supi. Der ist bald fertig. Ah, das mache ich dann. Jetzt lässt es wieder sein. Hm. Kann ich mal ein Hemd nähen? Vielleicht hat ja jemand Bock, sich ein Hemd anzuziehen. Ah, das ist echt cool, wenn man mal einen hat, der vernünftig Bergbau betreiben kann. Da kommst du schon echt mit voran. Das geht ja alles rucki zucki hier. Chicken gleich mach gleich ein bisschen mit sauber. Das ist natürlich total praktisch. Du willst nämlich den direkten Vergleich zwischen Jo und Sammy. Der hat hier zwei Stück fertig. Da ist sie noch nicht mit einem fertig. Hier habe ich ja Granitwand. Wie soll ich denn da Granit genommen? Kalkstein. Wir können doch mal eine Kalksteinwand machen. Hm, Befehle, Produktionsstrukturen, da will ich hin. Kalkstein. Mal gucken, wie. So eigentlich. Aber die Tür fangen wir jetzt schon mal an. Wir wollten ja sowieso mal die Türen umziehen. Von oben nach unten. Hier unten so einen Flur haben, einen vernünftigen. Und hier oben machen wir dann zu. Na toll, Chicken, das hast du nicht ausgesperrt. Du Trollo. Komm rein. So. Skulptur klein, schlecht. Attraktivität 25, ja. Gibt Schlimmeres. Machen wir ein bisschen schöner. Hier Holz, ja, das ist alles noch Holz. Und es regnet und regnet. Die sind, glaube ich, nicht mehr mad. Nein, sie sind wieder freundlich. Ich würde gerne mal wen. Kannst du mal ein bisschen was ranholen? Ganz kurz nur. Der Niederschlag ist nämlich leider immer noch. Damit wir ein bisschen was hier drin haben für Notfälle. Sehr gut. Vanni, geh nicht zu weit, bitte. Anni, bleib hier drin. Haben wir alle wieder drin? Ja. Dann kann ich, glaube ich, wieder zumachen. So. Oh, hoffentlich baut der sich nicht ein hier. Aber hier ist ja kein... Ne, alles gut. Kleine Skulptur beendet. Juhu, noch eine. Wie sieht's aus? Nochmal 25. Können wir mal einen Flur stellen hier.
Gut, dann müssen wir natürlich immer jetzt hier zumachen. Vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen. Ah, vielleicht sollte man das auch machen. Nein. Nein, abbrechen. Dann haben wir zwar die schon umsonst gebaut, dann können wir die nochmal abreißen. Aber ich hätte hier ganz gerne so einen Durchgang. Dass wir hier mal eine Tür nochmal einziehen. Cowboy-Hut ist auch beendet. Na dann. Dann würde ich nämlich hier eine Wand einziehen. Ach, warte. Dann können wir die können wir lassen. Die können da gleich bleiben. Aber da müssen wir noch ein bisschen weiter hier reinbauen. Ah, Danny ist wieder fit. Ich weiß nicht, ob wir ihn unbedingt... Na, die sterben mich gerade weg hier draußen. Na, der andere ist uns ja abhanden gekommen. Vielleicht... Dann nehmen wir sie einfach auf. Ach so, Vanni, du kannst doch... Genau. Genau, genau, genau. Hier, alle Steinblöcke herstellen. Für immer. Jetzt kann doch bestimmt mal wer... Kommt zwar nicht hier vorne dran, aber... Ah, Kuriosum kümmert sich. Sehr gut. Na, jetzt habe ich die Tür ein bisschen weit drüber geschoben. Wobei, nee, habe ich auch immer zwei. Zwei, zwei, eins... Und dann hoch, ne? Ja, das ist stimmt. Macht ein Kojote jetzt? Nichts? Sieht sich Kunst an. Ach so. Da ist gerade Pause. Okay. Sehr gut. Bringt sie da rein. Baut sie denn gerade Granit? Na gut, das ist fast alles Granit hier, ne? Das ist echt Wahnsinn, was Jon hier so, Jos, so alles hier macht. Hat der hier fertig gezimmert? Das ist schon geil. So, jetzt haben wir hier noch ein Zimmer. Waffenschmiede. Geil. Jetzt können wir endlich... Können wir jetzt wirklich endlich? Nein, können wir nicht. Okay, weiter geht's. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch irgendwie hin. So, jetzt können wir mal... hier abreißen. Kannst du vielleicht bitte mal hier bauen? Unsere Batterien sind voll, sehe ich gerade. Brauchen wir nochmal eine? Zumindest haben wir es hier warm drin, das ist okay. Die sterben hier alle schön weg. Hat auch was. Hier haben wir wieder eine Tür drin. Gut, dann kommen nämlich die Wärme und so. Mal gucken. Weil das jetzt hier auch alles mit... ja, mit im Wärmegebiet liegt. Beheizt wird. So. Ach ja, ach ja. Okay. Es geht voran, Leute. Es geht voran. Ich bin fast begeistert. Lassen wir das bei Holz. Hat keine große Möglichkeit. Sehr cool. Da kommt da oben schon wieder dran. Es ist gerade Ruhe. Merkwürdige Ruhe. Na toll. Und schon funktioniert die Hälfte nicht. Ich muss auch hier unten noch ein bisschen weiter abbauen.
passt das nicht, ne? Das kann man nicht machen. Außerdem würde ich dann ganz gerne... Da wir dann schon wieder ein Zimmer zu wenig haben, sollte Dani mitmachen. Was war denn das gerade? Hä? Ich bin jetzt gerade eingebildet? Die sterben alle weg hier draußen. Was wieder sehr schlecht ist, weil dann können wir... Ich weiß nicht, ob wir die noch gesund, also noch richtig essen können. Alles tot hier. Ich weiß nicht, aber ich glaube eigentlich, da ist nichts dran. Vergiftung extrem. Ich weiß nicht, ob uns das stört. Und mal vorsichtig ausprobieren. Na, Vanni, komm mal wieder rein. So. Sammy müssen wir wieder aufs Kochen ansetzen. Ah, ist er eigentlich. Okay. Dann machen wir bitte hier. Ich guck mir gleich mal das Fleisch an. Ob vielleicht irgendwas steht. Fleisch eines Truthahns. Steht überhaupt nichts, dass irgendwas... Das ist nicht sonderlich schick anzusehen anscheinend. Es brennt zur Hälfte. Also 50% Brennwahrscheinlichkeit. Marktwert, Nährstoffe, Trefferpunkte. Nö. Verfallsrate. Scheinen wir ganz easy machen zu können. Das wäre schon gar nicht mal so übel. Warme Kleidung benötigt sich gerade aus dem Augenwinkel. Na, Vanni habe ich ja gerade mal wieder aufs Bauen angesetzt. Vielleicht können wir die dann mal wieder wegziehen. Dass es mal wieder schneidern geht. So. Sehr cool. Dann können wir Chicken erstmal hier hinziehen. Ach, Jos hat da... Nee, alles gut. Ich hab grad kurz gedacht. Ich hab den vergessen gehabt. Aber nein. Nein, hab ich nicht. Alles gut. Ach, Coyote habe ich weggenommen. Wieso? Kein Sinn. Na also, geht doch. Schön. Oh, jetzt haben wir wieder ein bisschen was, was wir vorbereiten können. Spielt Schach. Mit Vanni. Oh. Die Wände sind zu. Sehr schön. Versucht Vanni zu rekrutieren. Bald kotzt beim Forschen alles voll. Bald. Also. Ach, Chicken kocht. War der, der war besser sogar, ne? Da hatte ich sie auch runtergenommen. Ah. Ja, wobei, der konnte besser bauen als sie. Darum war eigentlich sie, aber er kann besser... Na, ist egal. Solange einer kocht, bin ich glücklich. Wir könnten auch fast den elektrischen Ofen wieder anmachen. Dann können sie sogar zu zweit kochen. Wahnsinn. Haben sie ein bisschen Spaß in der Küche. Juhu. Spaß in der Küche. Juhu. Wie viel kriegen wir da raus? Verrottet natürlich alles da draußen. Das ist ein bisschen schade. Aber zumindest kriegen wir ein bisschen was raus. Ein strahlendes Polarlicht erhält den Himmel. Die wogenden Farben werden alle, die im Freien sind und es sehen können, die Laune verbessern. Yay, das funktioniert nicht aktuell. Aus Gründen. Ah, der ist verrottet. Sammy, der ist verrottet. Bitte nicht. Ist eklig. Aber die beiden haben jetzt wahrscheinlich voll die strahlende Laune. Im Massen des Wortes. Okay. Schnell Tür zu.
Okay, jetzt ist wieder Abendzeit. Und damit würde ich diese Aufnahmesession noch erstmal kurz beenden. Einmal, um zu gucken, ob die Qualität auch vernünftig passt. Und zweitens, weil ich heute noch was vorhabe. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis später. Tschüss, tschüss.